Leute. Hallo Leute. Ich bin gerade dabei, euer Päckchen auszupacken. Ich habe es nämlich heute abgeholt. Und es ist einfach so cool. Ich bin total, total hin und weg. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so cool. 5 Mädchen haben sich zusammengetan und haben mir ein kleines Päckchen geschickt. Und zwar waren es die Jana, Sophie, Juliana, Nina und Pauline. Und diese 5, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, haben mir ganz viele, ganz lange Briefe geschickt, haben mir Bilder ausgedruckt und sogar selber gemalt. Das ist super cool. Und haben mir natürlich den kleinen Matze dazu geschickt. Und er hatte total recht, ich liebe Schweine über alles. Ich finde Schweine super klasse und ich hätte total gern selber so ein richtiges kleines Schwein, was hier bei mir durch die Bude wackelt und mir den Garten umgräbt und mich mit seinem Grunzen in den Schlaf wiegt, wenn es bei mir am Bettende schläft. Ich finde Schweine super cool und von daher ist der richtig gut bei mir aufgehoben. Der wird sich natürlich in meine kleine Schweineparade einreihen, die bei mir schon wohnt. Der wird es hier richtig gut haben, ich verspreche euch das. Er hat hier ein richtig gutes neues Zuhause gefunden. Ey, tausend Dank dafür. Ganz toll. Tausend Dank natürlich auch an alle anderen. Ich habe jetzt mal auch die andere Post abgeholt, die so in den letzten Wochen und tatsächlich Monaten angekommen ist. Ich finde selber so doof, dass ich das nicht eher geschafft habe, die abzuholen. Aber ich verspreche euch, dass ich mich hinsetzen werde und jeden einzelnen beantworten werde, weil da sind so viele richtig tolle Briefe bei. Sehr lange, sehr persönliche Briefe auch zum Teil. Und ihr habt mir tolle Bilder geschickt, auch von euch Bilder geschickt, was ich sehr cool finde. Postkarten, darüber habe ich mich auch sehr doll gefreut. Da habe ich richtig Fernweh jetzt, das ist echt toll. Noch mehr Zeichnungen, die unter anderem. Danke dafür. Diese kleinen, diese Seiten aus den Freundschaftsbüchern, wenn ihr euch erinnern könnt, die hat man früher in der Schule für seine Freunde ausgefüllt. Werde sie ausfüllen, ich werde jedem persönlich zurückschreiben. Ich wäre eine blöde Kuh, wenn ich es nicht machen würde, weil da sind so viele, so tolle Briefe bei. Und ich wollte euch an dieser Stelle auch überhaupt mal Danke sagen. Also wirklich von Herzen mal Danke sagen für das viele Feedback, was ich von euch bekomme, für die vielen lieben Worte, die mich jeden Tag über Facebook und E-Mail erreichen. Also es ist mir echt ein Bedürfnis, jetzt endlich mal Danke zu sagen, weil das bedeutet mir unheimlich viel und das berührt mich auch sehr. Also schön, wenn da Leute sind, die sowas machen hier und die so viel Anteil nehmen an dir und deinem Leben und deiner Arbeit. Das ist so ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Ich bin da sehr dankbar für. Das bewegt mich wirklich sehr. Es berührt mich echt dolle. In diesem Sinne, also tausendmal von Herzen Dankeschön für alles. Wie auch immer, der kleine Mann und ich, wir werden uns heute einen richtig coolen Abend machen. Wir werden heute eine kleine Willkommenssause für ihn schmeißen, ganz klar, damit er sich hier auch richtig heimisch fühlt. Euch wünsche ich ebenfalls einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr das seht, eine schöne Restwoche. Und wir sehen uns ganz bald, wa? Ciao.